Der namenlose Held hat im letzten Video bei Die Fuego in Puerto Sacarico auf Tacarigua ein paar feine Kleidungsstücke gekauft. So, ich lege das mal gerade testweise an, aber nicht hier, während Die Fuego dann dem kleinen Helden auf den nackigen Hintern glotzt. Der kleine Held sucht sich mal irgendwo ein Eckchen, wo er seine neue Kleidung ausprobieren kann. Und Venturo lasse ich auch stehen. Der kleine Held ist ein bisschen schüchtern. So, ich mache es absichtlich hier im Sonnenlicht, damit man es dann besser sieht. Normalerweise würde der kleine Held sich jetzt hier irgendein schattiges Eckchen suchen. Also. Inventar, Ausrüstung. Auf dem Kopf würde ich in Caldera tragen. Stahlbartshut? Nein. Den Piratenhut? Vielleicht. Ja, den Piratenhut. Der gibt Silberzunge plus 5. Was habe ich gerade in Silberzunge eigentlich? Talente. 62, das ist gar nicht wenig. Dann am Körper würde ich anziehen. Das Seidenhemd. An die Beine käme die weiße Hose. Irgendwie hast du so kurze Beine, lieber Held, oder sieht das nur so komisch aus? Füße habe ich schon. Ohrring, da würde ich den... Ach, ich habe ja schon einen Perlenohrring, oder was? Hä? Habe ich den jetzt doppelt? Habe ich den zweimal gekauft? Das wäre... Moment mal, Ausrüstung. Alles. Ich habe mir gerade einen Perlenohrring gekauft. Ach, ich habe ihn zweimal 200 Goldstücke rausgeschmissen. 40 kriege ich nur wieder. Schade. Na gut. Ah, selber schuld, wenn ich nicht aufpasse. Dann Amulett. Ja, das kann so bleiben. Ring. Dann würde ich Ring des Diebs. Ring der Täuschung. Ich würde den Ring der Täuschung anlegen. Ja, und das war's. Und dann hätte ich Fähigkeiten. Gerissenheit. Nee, ja, Talente. Wo ist es denn? Ich hätte Silberzunge 80. Das muss doch reichen, um mit dem Hohen Rat zu sprechen. Silberzunge 80 ist richtig viel. Aber bis dahin. Oder? Moment mal. Nee, ich kann das eigentlich gleich anbehalten, weil ich ja jetzt direkt zurücklaufen kann. Zum Piratennest und ich habe ja dann bis dahin keine Kämpfe mehr, glaube ich. Ich verkaufe gerade noch den doppelten Perlenohrring. Dann kann sich der Dicke da oben ins Fäustchen lachen, dass ich ihm quasi 160 Goldstücke jetzt hier in den gierigen Rachen geworfen habe. Zeig mir dein Angebot. Wenn ich bedenke, dass ich ihm nur 150 Goldstücke geklaut habe, dann hat er jetzt hier sogar noch an mir Geld verdient. Das ist, ich möchte nicht drüber nachdenken. So, einer weg. Und dann wieder Venturo eingesammelt. Oder geht's ins Piratennest? Stimmt's? Komm mit. Natürlich. Also, Karte und Piratennest. Und dann wieder hier warten. Warte hier. Zu Befehl. Zu Befehl. Hier gibt es Fenster. Hier könnte ich das Äffchen auch mal einsetzen. Das werde ich auch mal tun. Aber vorher wird ein bisschen gespeichert. Und dann Äffchen raus. Hier rein. So, und was willst du hier? Ich dachte, du kannst durch Fenster klettern. Das scheint aber irgendwie nicht gut zu funktionieren. Das ist ein Fenster. Es ist offen. Der Affe würde durchpassen, aber ich komme gar nicht rein. Oh, schade. Dann ist das irgendwie hier nicht möglich. Oder ich mache was falsch. Wie er guckt da hinten. Dann... Mach es halt mal so. Ganz schön neugierig, der Kleine. Hihihi. Komme ich hier wieder raus? Moment. Nee, das Fenster ist eine Affenverarsche. Direkt vor meiner Nase.
Hihi, genau. Na, Kleiner? Und wieder raus und zweimal Proviant beim kleinen Helden abgeben. Das macht irgendwie Spaß, mit dem Affen klauen zu gehen. Wo kann man das schon? Warum machst du das? Wie, warum machst du das? Hat die jetzt was gesehen? Geh ich halt noch weiter weg. Wichtig ist ja nur, dass sie nicht böse werden und mich angreifen. Alles andere ist ja egal. Ruf, Einbußen gibt es ja nicht hier bei irgendwelchen Fraktionen. Also kann ich versuchen, mit dem Affen nochmal hier irgendwas einzustecken. Ganz schön neugierig, der Kleine. Zum Beispiel hier. Hey, lass das. Es haben sie schon gemerkt. Bevor die Waffen ziehen, liefere ich das eine mal wieder ab beim kleinen Helden. Und spare mir einiges an Gold für Proviant. Warum machst du das? Ich höre immer, wie heißt sie doch gleich, sagen, warum machst du das? Also irgendwie hat die hat ja Sinne wie ein Medium. Also hinten wird sie es auch hören und sehen. Äffchen, hol dir das nächste Bier. Ich bin immer noch etwas enttäuscht, dass ich nicht durch das Fenster hier klettern kann mit dem Affen. Ich möchte mal irgendwann ein Gebäude finden, wo ich mit dem Affen einsteigen kann. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Ja, ja. Ganz schön neugierig, der Kleine. Wo ist hier noch was? Na, Kleiner? Den das Bier aus der Hand zu klauen ist keine gute Idee, oder? Da hinten ist ein Grog. Ich glaube, ich spinne. Oh. Na, Kleiner. Werden die jetzt böse? Sie setzen sich wieder hin. Okay, also ich kann die durchaus auch ein bisschen aufscheuchen, aber... Ganz schön neugierig, der Kleine. Aber muss halt dann schnell wegflitzen, na, Kleiner, bevor es hier Ärger gibt. Was interessiert keinen? Ganz schön neugierig, der Kleine. Okay. Noch was? Die Kollegen sitzen wieder. Nicht auf dumme Gedanken. Hihi. Sagen zwei Piraten. Weg. Ganz die stehen auf. Neugierig, der Kleine. Ich glaube, ich habe jetzt ja auch alles eingesteckt, ja, oder? Kleiner. Ja. Ich sehe nichts mehr. Ganz schön neugierig, der Kleine. Hier ist auch nichts. Da ist nichts. Gut, dann war's das hier mit dem Piratennest. Die Häuser von Flanagan und wie ist der andere? Der Büchsenmacher Barry oder so ähnlich. Habe ich ja auch schon ausgeplündert. Ohne Affen. Warum machst du das? Ja, war ja klar, dass sie sagt, warum machst du das? Jetzt gehe ich einmal in die Taverne rein, um zu schauen, ob es irgendwie jetzt böses Blut gibt. Weil ja Madame Medium irgendwie weiß, dass der Affe zu mir gehört. Aber eigentlich dürfte es keinen Ärger geben. Ja, alles gut. Hast du nichts zu tun? Jetzt nicht. Ich kontrolliere nochmal. Ne, hier ist alles weg. Okay, also so setzt man den Affen ein. Er kann durchaus klauen und gesehen werden. Das ist nicht so schlimm. Kannst du mir was beibringen? Was willst du denn wissen? Was kann ich hier noch lernen? Härte 4 habe ich. Einschüchtern. Ach komm, das geht. Ich will die Leute noch besser einschüchtern. Du willst dich an die harten Kerle trauen, was? Ich sag dir mal was. Es geht genauso wie bei den Feiglingen. Die harten Typen glauben dir nur nicht jeden Scheiß. Du musst also auch so aussehen wie das, was du ihnen androhst. Die Augenklappe ist schon mal klasse. Die macht mächtig was her. Wenn du jetzt noch ruhig bleibst, sollte das eigentlich schon reichen. Wer Angst hat, redet viel. Wer keine Angst hat, bleibt ruhig. Verstanden? Okay.
Ein Tipp fürs Leben. Wer Angst hat, redet viel. Was sagt das über Let's Player? Die reden den ganzen Tag. So, ich bin mit Takarikua durch. 1-2, denn hier gibt es noch einige Truhen, die ich nicht knacken kann, weil man dafür Schlösser knacken 90 braucht. Ich komme im Moment nur auf 80. Habe auch nicht mehr genug Ruhm. Geschweige denn Gold, um mir irgendwas Sinnvolles hier zu steigern und zu kaufen. Und deswegen heißt jetzt mal wieder Segel setzen mit der Black Betty. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Komm mit. Wird gemacht. Das nächste Ziel des kleinen Helden ist Caldera. Ich glaube, ich habe auf der Seekarte gesehen, dass man dahin kann. Patty, stimmt das? Wo ist Patty? Patty ist da oben. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Ja, da ist die Seekarte. Also, ich bin gerade auf Takarikua. Da habe ich gerade alles erledigt. Muss aber nochmal dahin zurück, wenn ich Schlösser knacken 90 kann. Oder wenn mich irgendeine Queste dahin führt. Ich war an der Schwertküste. Da sollte ich jetzt nicht wieder hin, weil ich da ja in Puerto Isabella die Black Betty geklaut habe. Wenn ich da jetzt anlege, wird das Schiff sofort konfisziert. Also rein rollenspielerisch, ob so ist, weiß ich nicht. Aber aus rollenspielerischen Gründen würde der Held da jetzt nicht hinfahren. Er könnte hier nach Antigua fahren, macht er aber nicht. Er fährt zurück nach Caldera, um die Sache mit dem Hohen Rat zu klären. Weil wenn er da irgendwie es hinbekäme, dass die sagen, jawohl, du darfst mit der Black Betty durch die Gegend fahren und hier nach den Titanen-Waffen-Artefakten suchen, dann könnte ich mit dem Befehl im Gepäck hierhin zurück und sagen, Sebastiano, pluster dich nicht auf, ich darf das Schiff benutzen, hier, Befehl vom Hohen Rat, halt die Füße still. Das ist so der Plan, den der kleine Held hat. Ob er hier in Caldera den Hohen Rat davon überzeugen kann oder nicht, das weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, ob das geht. Aber das ist zumindest sein Plan. Deswegen fährt er dahin und, ich sag's jedes Mal, nach Faranga kann ich leider nicht fahren. Naja, also es geht jetzt nach Caldera. Und da legt sie ab, die Black Betty. Bye bye, Takarigua. Wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Und da ist Caldera immer noch genauso im Bedrängnis wie eh und je. Und natürlich könnte hier das Schiff auch konfisziert werden, aber irgendwie muss ja hier was gehen. Willkommen in Caldera, kleiner Held. Sprich mal Patty an. Ah, okay, ich kann sie noch ansprechen auf die Tagebuchseite aus Stahlbarts Seemannskiste auf Takarigua. Ich habe eine weitere Tagebuchseite gefunden. Sehr gut. Was steht drin? Sag du es mir. Zeig mal her. Es scheint die vierte von 4 Tagebuchseiten zu sein. Das heißt, uns fehlen noch 2. Ja, und mein Vater hat hier Hinweise notiert, wo sie zu finden sind. Hm. Nee, siehe, der alte Säufer hat eine gekriegt. So, so. Und hier, bei der Tempelruine. Verstehe. Alles klar. Hier. Was willst du wissen? Wer ist dieser Nesir, den dein Vater erwähnt? Er hat früher oft mit meinem Vater gesoffen, wenn er auf Antigua war. Ich habe aber lange nichts mehr von ihm gehört. Am besten, du fragst mal in Antiguas Hafenkneipe nach. Alles klar. Neue Quest, das Piratengrab. Was meint dein Vater, wenn er von der ersten Tempelruine spricht? Ich glaube, er spricht von der Tempelruine der Eingeborenen, die in der Nähe seines Grabes ist. Ich habe mich mit ihm auf der Schwertküste darüber unterhalten. Er hat mir erzählt, dass er im Laufe seiner Kaperfahrten schon mal da gewesen ist. Hier, ich zeichne dir mal auf, wo es ist. Der Schatz an der ersten Tempelruine und die Tempelruine. Ich habe eine Schatzkarte erhalten. Ach, jetzt habe ich eine Schatzkarte für die Schwertküste. Ein Grund mehr, dorthin zurückzukehren. Und ein Grund mehr, vorher hier mit dem Hohen Rat der Inquisition zu klären, dass ich unbehelligt an die Schwertküste reisen und wieder dort weg kann. Ohne dass Sebastiano einen Anfall bekommt. So, ach so, ja, Venturo, falls es doch irgendwie Keilerei gibt. Komm mal mit. Komm mit. Natürlich. Und dann lege ich mal los. Ich erinnere mich daran, dass es da oben in dem Lagerhaus ja auch was zu stehlen gab.
Ich glaube, ich habe mittlerweile auch genug Schlösser öffnen, um die Tür aufzumachen. Das werde ich gleich mal probieren. Warte hier. Zu Befehl. Also. Gerade mal speichern. Und dann schnell, 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 ehe er hier was merkt. Um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke. Die Kiste ist leer. Als ich das erste Mal hier war, konnte ich noch gar keinen Schlösser knacken, beziehungsweise, nee, ich konnte es doch gar nicht. Das habe ich erst auf Takarigua gelernt. Danach war ich nicht wieder hier. Ich meine, das hier oben wäre eine 75er-Tür gewesen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ach, eine 35er-Tür war das nur. Oh, das ist ja popelig. Das geht ruckzuck. Schleichen, jawohl. Das ist eine Ratte. Die kann ich auch knacken hier. Also nicht die Ratte, die Kiste. Was finde ich hier für Reichtümer der Inquisition? Die Spannung steigt. Ich finde 5 Grog, das ist schön. 25 Kugeln, auch schön. 10 Federn, 250 Gold, das lohnt sich. Eine 20er Kiste, gut, da ist dann nicht mehr so viel drin. Und 3 Rum und 10 funkelnde Goldringe. Was? Das sind 10, richtig? Einer ist 50 wert, das sind ja dann 500. Oh, das ist ja richtig viel für eine 20er Kiste. Wow. Und die Ratte? Kann ich auch noch umboxen. Wobei, ich glaube, jetzt kommt er hoch, oder? Ah! Raus hier! Ah! Hörst du schlecht? Raus! Ist ja gut. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Also, rein spielmechanisch hat er jetzt natürlich gesehen, dass ich da oben war und dass, ja, ich da die Tür aufgemacht habe und die Truhen geplündert habe. Aber mal ganz ehrlich, der Held hat oben eine Ratte erschlagen. Das kann man auch so leise machen, dass der da unten nichts davon mitbekommt. Deswegen rein rollenspielerisch ist das gerade nicht passiert. Der Held ist wieder runtergeschlichen und hat dort oben Fettbeute gemacht und kann jetzt hier mit Venturo weiterziehen. Komm mit. Wird gemacht. Und ich habe dann einiges zu verkaufen. Ich spreche ihn aber mal an. Hier. Hallihallo. Das ist jetzt schon das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit, dass hier ein Pirat auftaucht. Oh, ich habe mir so viel Mühe gegeben, nicht wie ein Pirat auszusehen und dann das. Von wem sprichst du? Der Pirat Garcia kam vor einigen Tagen mit seinem Schiff hier an. Er hat behauptet, er hätte eine wichtige Nachricht für den Hohen Rat. Der Halsabschneider hat sich aufgeführt wie ein Edelmann. Wo ist Garcia jetzt? Keine Ahnung. Er ist vor ein paar Tagen weitergesegelt. Vielleicht weiß Carlos mehr. Was war das für eine Nachricht? Das hat er mir doch nicht auf die Nase gebunden. Hat sich richtig wichtig gemacht. Er meinte, die Nachricht wäre von Mara und für die Mitglieder des Hohen Rates bestimmt. Aha. Sehr interessant. Ich drehe mal kurz eine Runde über den Strand mit Venturo, weil ich da ein paar Sandteufel sehe, die gar nicht hochkommen. Doch. Ja. Gerade so. Bisschen Ruhm und Leuchtkugeln. Einmal was futtern. Ich hätte ganz gern mal ein Lagerfeuer gefunden, damit ich mir ein paar Sachen brutzeln kann. Aber ich glaube, hier gab es keins. Oh, da ist eine dicke. Hallo, meine Hübsche. Bin sofort bei dir. Oh. Ja, das will ich sehen. Venturo, schieß mal. Oh. Zu spät. Eine Kugel verschwendet. Eine Muschel. Und meine Theorie ist ja immer noch,
dass diejenigen Viecher, die wieder auftauchen, wenn man zum zweiten Mal an einer, ja, an einer Küste ist, auf einer Insel, dass die alle oberirdisch rumlaufen, dass da nichts sich vergräbt. Das heißt, ich muss jetzt nicht in jeden Winkel laufen, um irgendwas aufzuscheuchen. Ich schaue nochmal hier in die Höhle rein. Da könnte auch wieder ein Sandteufel reingelaufen sein. Nö, alles ruhig. Gut, das gab ja dann schon mal wieder 200 Ruhm. Wie viel habe ich jetzt? Ja, knappe 1000. Ich glaube, ich werde jetzt Härte weiter steigern. Damit ich Schnaps brennen lernen kann. Wie viel brauche ich da? 8 Härte oder 6? Ach, eine ganze Menge. Kann ich schaden, Härte zu haben? Das stimmt. Und ob und wie der kleine Held weiter an seiner Härte arbeitet, das seht ihr dann im nächsten Teil. Bis dahin.